So, dann gehen wir zur Vorlesung wieder zurück und gucken uns das weiter an. Das heißt also, in dem Film haben Sie gesehen, wie im Prinzip die Studentin mehrere Versuche unternommen hat, um den kleinen Hund zu belohnen. Und nach einer gewissen Anzahl von Versuchen hat er das dann auch geschafft und hat also tatsächlich auch geschafft, diese körperliche Bewegung durchzuführen. So, das heißt also, der Belohnungsaspekt scheint eine große Rolle zu spielen. Und nun ist natürlich die Frage, wir hatten ja bei der klassischen Konditionierung gesagt, warum, wenn man nur den konditionierten Stimulus sozusagen präsentiert, warum da nicht sofort eine Löschung erfolgt. Und das bedeutet also, dass hier die Antwort in der operanten Konditionierung zu finden ist, und zwar dahingehend, dass also ein konditionierter Stimulus natürlich eine Reaktion irgendwo hervorruft, aber selbst wenn die Reaktion ausbleibt, erfolgt ja die Reaktion der Umwelt. Ja, das heißt also, komplexe Verhaltensweisen werden dann im Prinzip gelernt, wenn man auf den Stimulus hin sozusagen eine Reaktion bekommt. Ja, besonders bedeutsam ist das vielleicht, wenn jetzt Leute Angst entwickeln, wie zum Beispiel Prüfungsangst. Ja, das heißt also, selbst wenn man keine Prüfung hat, also erinnern sich viele Menschen noch daran später, wenn sie nur das Wort Prüfung hören oder wenn sie daran denken, was sie alles sozusagen dafür Empfindungen durchlebt haben, dass selbst obwohl keine Prüfung erfolgt, also obwohl nicht die Reaktion ist, dass man durchfällt, trotzdem aber durch entweder die eigenen Gedanken, oh mein Gott, das war ganz anstrengend, oder ein Gott, ein Glück, dass ich das überstanden habe, ja, dass man dann sozusagen das in irgendeiner Form belohnt, und in dem Maße, wie es belohnt wird, kann dann keine Löschung erfolgen. Das heißt, es gibt bestimmte Dinge in unserem Leben, die durchaus immer eine bestimmte physiologische oder auch emotionale Reaktion in uns hervorrufen werden. Und zurückzuführen ist das auf unsere eigene Bewertung. So, jetzt hatte ich hier eigentlich das nächste Video, wie Spielsucht in We've all been there, haven't we? You're playing a game and you hear yourself say, "Okay, just this one quest and I'm done. Only this level up and I'll go to bed. Alright, this island is so close, let me just do that and I'll quit. Just three more Rattatas and my Charmander will finally evolve." And before you know it, you hear the blackbird singing in the dead of night. I apologize for that. When you think about it, in most cases, the things you do are actually extremely repetitive and daunting. Sailing to the 20th micro-island in a row to collect meaningless treasure, fighting the same Weedle for the 300th time, or doing the same boring FedEx quest that you've done dozens of times already. Why do we keep doing this and often completely forget the time over it? Well, because the designers have deliberately trapped us in a Skinner box. Im Prinzip eine Sache, wo Sie dann sehen werden, dass man versucht, eine Aufgabe zu lösen. Sie wird nicht sofort gelöst, und also im Gaming, und man versucht es noch mehr und noch mehr, und in dem Maße, wie man sozusagen es immer versucht und nicht die sozusagen hundertprozentige Erfolgsrate zu nachzuweisen hat, wird ein neues Bedürfnis sozusagen kreiert, was dann wiederum eine Entsprechung sucht. Das heißt also, eine Sucht sozusagen dadurch entstehen kann, dass bestimmte Leistungen erbracht werden müssen. So. Und in dem Kontext kommt es natürlich, wie Sie ja sicher schon gehört haben, regelrecht zur Entwicklung von Krankheiten. Ja, dass also insbesondere die Jungs sind wohl davon mehr betroffen als die Mädchen, dann eben so ein Verhalten gezeigt wird, was auf soziale Isolation hinausläuft, was zum Teil bei denjenigen, die wirklich eine Sucht entwickelt haben, dann zur Vernachlässigung von bestimmten Bedürfnissen wie Essen und Trinken sogar führt, ja, und tatsächlich dann Auswirkungen hat auf das körperliche und seelische Wohlbefinden, also zur Entwicklung von Krankheiten führt. Was ist nun die operante Konditionierung? Jetzt muss ich Sie mit einigen Begriffen konfrontieren. Dahinter der operanten Konditionierung steht das Gesetz der Wirkung, was schon 1898 von Thorndike näher beschrieben wurde. Wir können das auch schlicht und ergreifend nennen als das Erfahrungslernen. Ja, das ist also das ganz ursprüngliche Lernen,
obwohl es uns also so wenig bewusst ist. Und dieses Erfahrungslernen funktioniert im Tierbereich wie auch bei uns Menschen und funktioniert sogar schon, wie Untersuchungen aus dem gynäkologischen Bereich nachgewiesen haben, im Status noch vor der Geburt, also wenn der Mensch sozusagen noch ein Fetus ist. Und zum Beispiel die Mutter, so war das, war die Untersuchung, dem Kind immer ruhige Lieder vorsingt, zum Beispiel Volkslieder. Und wenn das Kind dann geboren ist und in den ersten 2 Jahren ist ja die Hirnentwicklung dadurch gekennzeichnet, dass vor allen Dingen Hemmungsprozesse erlernt werden müssen. Das heißt, dass Übererregung reguliert wird. Das heißt also, wenn das Kind dann weint oder schreit und die Mutter dann also dieselben Lieder wieder gesungen hat, war nachzuweisen, dass diese Kinder viel schneller die Hemmungsprozesse auslösen konnten und viel schneller sich beruhigen konnten oder beruhigen ließen, als eben die Kinder, wo genau dieses Lernen, dieses Erfahrungslernen vor der Geburt nicht erfolgt ist. Ja? So, das heißt also, das ist ein unwillkürliches Lernen, selbst wenn uns bestimmte Erfahrungen bewusst sind oder nicht bewusst sein können, erfolgt trotzdem ein biologisches und auch ein emotionales und kognitives Lernen. Es ist ein Lernen, was man als instrumentelles Lernen bezeichnet. Das heißt, es wird, das Instrument ist die Erwartung, die Belohnung. Ja, so das bedeutet, also ich orientiere mein Verhalten an dem, an der Belohnung. Ja, was ist sozusagen effektiv? Was kann ich damit erreichen? Was kann ich damit erzielen? Und das ist jetzt nicht unbedingt nur darauf, also bezogen, dass jetzt Leute immer versuchen, naja, so mit dem Rücken an die Wand zu kommen, ja, wie man so schön sagt, oder versuchen immer auf den eigenen Vorteil zu orientieren, sondern das ist tatsächlich etwas, wo wir unser Verhalten und unsere Leistung an den Normen und Werten unserer Gesellschaft adaptieren, ja, was wir dann letzten Endes auch als Erfahrung bezeichnen. Boris Skinner aus der Harvard University steht für dieses Lernen und er hat eine sogenannte Skinner-Box kreiert, in der ein Licht zu sehen war für die Ratte und ein Futtermagazin und die Ratte befand sich auf einem Hebel, auf einem Rost und konnte einen Hebel drücken, um an Futter heranzukommen. Und das hat die Ratte also sehr schnell gelernt und hat also auf die Art und Weise also tatsächlich es geschafft, dass sie ihre Reize, die sie erhalten hat, selber beeinflussen konnte. Das heißt, operant, um auf den Begriff operant zu kommen, kommt von operieren, nicht im Sinne von, wie man im Englischen sagt, Surgery, also Chirurgie, sondern das ist dieses sich verhalten. Ja? Also das heißt, es geht hier nicht primär um Gedanken oder um Gefühle, sondern es geht darum, wie unser Verhalten beeinflusst wird durch die entweder aufgetretenen Konsequenzen oder auch durch die erwarteten, sogenannte antizipierte Konsequenzen. Ja? So, und dabei steht operant für spontan gezeigtes Verhalten, dessen Auftretenshäufigkeit durch die Verstärkung beeinflusst wird. So, wir haben jetzt hier eigentlich diesen Skinner-Film,